Yo, 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 was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von P-Reaction. Kurios ist immer noch mit am Start. Yeah, was geht ab, Leute? Ich bin Kurios, PPM in the house. Wir machen die geilsten Reactions, wie ihr wisst. Und wir legen gleich los mit der nächsten Reaction. Wir legen heute, oder heute, jetzt gibt es die weitere Reaction. Und zwar ist es Asche und Kollega. Suicide heißt der Song. Produced by Asche und Johnny Instrument. Immer ist alles produced by Asche und Johnny Instrument. Aber ja, okay, cool, Alter. Der Song kam vor 50 Minuten online, also 49 Minuten, um genau zu sein. Hat momentan 60.429 Aufrufe, 13.055 Likes, 933 Dislikes. Alpha Music Empire, auf dem Channel wird das alles hier gerade released. 1,27 Millionen Abonnenten, schon cool. Stark auf jeden Fall. Ich lese jetzt nichts aus den Kommentaren, damit wir uns nicht beeinflussen. Ohne großes weiteres Gelaber, meine Freunde, legen wir einfach direkt los. Alpha Film steht ja schon dick da. Also drehen die Videos, ihre Videos selber. Sehr geil. Naja, ich glaube nicht, dass Kolle die dreht oder so. Na, aber die haben einfach ein Team. So, ja, genau. Aber die meisten lassen das ja von außerhalb, von irgendwelchen Videoproduzenten drehen. Ja, schauen wir. Cool, so. Spart er ein bisschen Kohle. Ich mach mal das Bild groß. Ich muss immer wieder stoppen, damit wir nicht geblockt werden, Freunde. Leute, wird das ich Video bin gesperrt. Gespannt, auf wen geschossen wird, Alter. Wenn das jetzt nicht irgendeine üble Abrechnung ist und ein Murder-Track, Alter, aber dann weiß ich nicht. Fängt schon deep an, die Sounds. Hier wird scharf geschossen, kugeln in den Körper deiner Artgenossen. Rapper machen Pop, aber die Straßenbosse schlagen wieder Welle wie eine Walfischflosse. Hart gesotten, aber mittlerweile muss ich bei dem Markt hier kotzen. Jeder Nagel rostet, aber Kollege, der Boss hat immer noch... Ja, der King ist ja, back, Alter. Schon geil. Das ist Kollege für mich, Leute. Aber ich hoffe, Kolle, sperr uns nicht das Video, Bruder. Das letzte Ding von Asche wurde gesperrt. Also, mieser Style, Alter. Könnte von mir sein. Das mit den Waffen ist cool, doch die Schüsse sahen ein bisschen billig aus, sage ich ganz ehrlich. Aber sonst so, wie die auch getroffen wurden, die Masken sehen gut aus. Genug an Härte, dazu Penner Rapper chillig in den Sarg reinboxen. Ich bin ein Klack im Designer Hemd, Packs für die Kunden verpacken in meinen Bands. Wo die Bulle dich im Dunkeln ertappe, du musst den Tunnel verlassen und rennen. Untergrundtasse mit meiner Gang, Junge dumm in den Taschen, noch kein Cent. Aber Bunker voller Waffen, so wie Bundeswehrstaffelkasernen Camps. Hunderte Schatten, die keiner kennt, doch ich tue wieder Mutter mit der Bunker. Geil mit der Kamerafahrt immer noch nach vorne zurück, so. Ich feier gerade, dass Kollege einfach wieder rappt, Alter, wie früher und auch richtig rappt, Alter. Aber wo sind da die Drums? Ich vermisse die Drums ein bisschen. Das braucht er nicht, Alter. Gerade ist der Rap die Dominanz, das Geile. So. Die Drums kommen noch rein, pass mal auf. Weil Asche kriegt... Gerade du gerade... So. Bleibe Chair, wo wird die Platte, du weißt längst. Ich hab Löwen Appetit, wurde mit der Zeit der König immer cheese. Hatte meine Finger tief in der Sache, Motherfucker-Business. Mit Schlepperbande, so wie Möbelpacker-Beans. Grüßen, wann du fliegst, aber wenn ich wieder mal bewege, das empfiehlt dann alle Wellemacher-Schwanz einziehen. So wie ein Transvestit, siehst du Bieter in den Ghetto, Bürger steigen in der Hut. Aber bis jetzt war noch kein direkter Diss von Kollege drin, wa? Es sind bis jetzt eigentlich nur Floskeln, die rumfliegen und es wird scharf geschossen, aber da wird jetzt kein Mäus oder keiner bis jetzt angegriffen. So. Oder habt ihr da irgendwas anderes mitgekriegt? Schreibt es in die Kommentare. Meinst du, das wird jetzt noch darauf nochmal angespielt? Dass die nochmal... Keine Ahnung, eigentlich JPG und so, alles lebt da von Disses, was er macht und jetzt ist es eigentlich nur so ein, okay, ich mache wieder JPG von Disses, aber jetzt ja nicht seine anderen Sachen, von Sticker von Kolle. Ja, mal gucken. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie eine Abrechnung, eine Ansage. So. Gucken wir mal. Nur noch Angstschweiß fließt und Blutweit tropft. Kind, ich treffe mit der Kugel deinen Kopf. Undercover Killer Kommando, die beiden sind verböse. Ich kann mich nicht mit der Suicide Squad. Komm, es ist stark, Dicker, mit den Moves gerade und so. Haben die sich schon echt Mühe gegeben. Asche kann auch ein bisschen fighten, ne? Weiß ich nicht, kenn ich nicht. Shit wie die Frozen Bitch, unsere Art ist gleich. Geld auf unseren Kopf gesetzt wie beim toten Schiff Richtung Hadesreich. Bullseye Shots, Fulltime Jobs, Top Secret, Blue Line Dogs, böse Wichte wie der Suicide Squad. Was sagst du zu der Autotune Bridge gerade? Ist okay, ist cool. Ich find's geil, ich feier's, dass Kollege einfach wieder mal richtig rappt so, und ist geil. Und jetzt bin ich mal gespannt, was Asche da jetzt machen will und dass er da irgendwie bei dem Level mithält so. Gucken wir mal. Im Platoon Saigon, machen Moves kein Talk. So wie Noob Cyborg, super böse Wichter wie der Suicide Squad. Full Fair Shots, Full Fair Juice, New Lane Dog, wie der Suicide Squad. Geile Szene, gerade hier auch mit dem Stopp, wie die Patronen noch fliegen.
Ja. So wie Noob Cypher, aber ich wie der Suicide Squad. Ich bin jeden Tag am Limit, dann ich stacke mein Cash. Lass es klingeln in der Kasse, denn ich rappe zu fresh. Gib ein Wannabe-Kanacke von der Straße eine Schelle, dann den Ellenbogen, der die Fontanelle zerfällt. Ich guck. Ja, kommst du nicht schlecht rein. Hat ihm seinen Part geschrieben, oder was? Ey, Asche rappt auf einmal auch wie ein King, Alter, was geht hier ab? Aber irgendwie ist die Quali gerade nicht so der Überburner von. Ich muss mal beides richtig aufsetzen. Guck immer so ist angeboren. Step down Blick. Lade eins zum 101. Wer traut sich? Hab ne Alte in der Küche, die den ganzen Tag mit Lappen Proteinpulverpartikel von dem Herd auffischt. Guck, ich wickel die Bandagen um die Finger, esse ca. 7 Kilo von dem Rindermedaillon und hab immer noch Appetit. Erledige die Liegestütze, packe meine Tasche, geh dann Oberkörper frei mit. Ich finde die Drums sind schwach. Ertäusche ich mich? Ist das der Sound jetzt gerade bei uns hier auf Kopfhörern? Ich glaube nicht, weil davor war ja eben alles cool. Ich muss das mal checken, aber ich finde die Mix ist nicht der stärkste gerade. Das ist endlich mal mein Rap. So ein Rap feiere ich so, weißt du. Ich krieg gerade vom Mix, so producermäßig, so, weißt du? Von den Mix, von den Sounds, Snare und. Da bin ich nicht so, wie sagt man, involviert. Aber für mich ist es geil, so, weil für mich steht hier gerade der Rap im Vordergrund. Und für dich steht ja auch endlich immer so der Beat und alles. Und ich alles, Gesamtpaket. Flash, dass Asche auch so ein Mega-Part hinbringt. Ja. Der Part von Asche ist ja gerade fast geiler als Kollege seiner. Deiner Mutter zum Dinner gewinnen, gehe der Kommandant, ich gebe Befehle, bedauere keine Niederlage. In der Kita muss ich lernen, wie ich Gewehre zerlege, statt einer Lego-Rakete. Und sollte ich dich am K.O. schlagen, das Herd braucht dich. Wer braucht dich? Rapper beefen über Instagram mit Screenshots, guck mal bitte. Damit meint er Mois gerade. Beefen über Screenshots und so. Das ist. Das war gerade die schwächste Passage in seinem Part. Und, ja, na, aber kann sein, dass er Mois meint. Lieber, dass ihr alle schöne Stream schafft. Das guck mal, ich bin der beste Pitbull auf dem Spielplatz. Mach mal nicht auf Papa, wenn du zerrissene Jeans hast. Keine Features, für dich viel fraß, wie du Glycerin fasst. Klatsche deinen Hintermann im Platz zu meiner Mucke mit der Fläche meiner Hand. Er sagt, du wer, wo, wie, was. Ja, zum Schluss ist wieder ein bisschen Asche-Flavor drin gewesen. Also nicht ganz so stabil, aber der Anfang von seinem Part. Exzellent, geil. Nur zwei Shots, Fulltime-Jobs, Blue-Line-Dogs. Die Szenerie ist cool, meine Fische. Wie er da wieder reinkommt, voll auf seinen Film, weißt du, bam, Tür auf, erstmal zwei Schatz weg, Alter. Geil. Ja. Was sagst du gerade zu der Schießerei? Geil. Ja, ist schon cool gemacht. Bisschen Kinofilm-like, was ich mir auch erhofft habe von dem Video. Also ich bin begeistert, ich find's geil. Ich würde sagen, heute wird es der krasseste Song. Ich bin halt Double-Time-Fan, ich weiß. Deswegen ist das halt für mich was sehr cooles. So. Der Typ spielt das cool, wer hier langläuft. Mit den Paketen da in der Hand und den, was war das, diese Top-Secret-Pläne, ne? Die hat versucht zu flüchten. Die anderen wurden ja weggeballert. Super Bösewichte wie der Suicide Squad! Geil gemacht. Und trifft er ihn? Trifft er ihn? Freunde, schreibt in die Kommentare, trifft er ihn? Er trifft ihn nicht. Okay. Auflösung. Was sagst du, Pi? Treffen wir. Headshot. Die Wetten können eingelöst werden, Freunde. So. Ich hätte gedacht, vielleicht machen die so richtige Show, aber okay, dann wäre ja wieder, Kollege hätte nicht getroffen, das wäre ja dann auch irgendwie Schande gewesen, ja. Aber es wäre geiler gewesen, wenn der Typ entkommen wäre und irgendwie mit den nächsten Videos irgendwas zu tun hat, der so Top-Secret-Plan ist geklaut worden, bla bla, und die jagen ihn dann über mehrere Fortsetzung folgmäßig, sagst du, ja. Aber ich finde, die hätten sich auch eine Kamera drehen und College sparen können, die haben sich zwei, dreimal umgedreht, dann kam der Schuss, wäre einmal so cooler, wäre so Hollywood-mäßig gewesen, aber ey, meckern auf hohem Niveau, mega krasse Szenen. Ah, mega krass. Ich find's geil, ich bin begeistert. Video top, rapmäßig auch cool.
Ich habe ein paar mehr Punchlines erwartet, aber lass uns einfach noch weiter gucken. Ist noch nicht ganz vorüber hier. Ach du Scheiße. Mann, guck dir diese Sauerei hier an. Denkst du dasselbe wie ich? Ich weiß nicht, beim Gelaber, ob ich jetzt auch wieder stoppen muss, alle 15, 20 Sekunden, keine Ahnung. Typisch Toni. So. Für mich der beste Track von MBK bis jetzt. Was sagt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Ich könnte es jetzt gar nicht mit den anderen vergleichen. Ich fand den Song cool. Jetzt nicht, wo ich megamäßig ausraste. Rap-technisch hätte ich vielleicht ein bisschen mehr erwartet von Kolle vor allem. Video richtig gut geworden. Richtig gutes Video geworden. Im Großen und Ganzen würde ich sagen, fast wie immer ein rundes Ding. Aber ganz rund fand ich das diesmal nicht. Aber ein geiles Ding, auf jeden Fall. Digga. Ich find's geil. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Jeder hat seine Meinung. Ich feiere das Ding. Ich werde mir das auf jeden Fall öfter geben. Ich glaube, ich habe das Video gerade mehr gefeiert, wie den Song, um das ehrlich zu sein. Kommt so, in meine Playlist. Ich habe den Song mehr gefeiert wie das Video, obwohl das Video über King ist. Alter. Also das Video finde ich auch also, ich will krass. Den Song gar nicht schlecht machen, weil der war schon gut. Aber wie gesagt, ich bin mit ein bisschen mehr Hoffnung. Das ist jetzt gerade der Song, das ist die Werbung für das Album. Ich hätte es noch ein bisschen krasser erwartet, aber videomäßig war gut. Song hätte ich noch krasser erwartet. Freunde, auch. Was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Kurios wollte noch was sagen. Ich mache auch solche Songs, deswegen feiere ich den Style. Der Kollege hat ein bisschen genuschelt so und manchmal so ganz kurze kleine Schwächen gehabt, aber krass. Ja, das fand ich bei Asche eher so. Asche am Anfang war der mega stimmig. Ich dachte, der kriegt nicht eine Double Timeline so flüssig gerappt, so, aber hat da krass gemacht. So. Respekt. Props gehen raus. Gucken wir nochmal, jetzt hat es gerade 60.000 Aufrufe. Wie aktualisiert man, um zu gucken, in der Zeit, wo wir geguckt haben, wie viele Aufrufe es bekommen hat? 69.000. Ja, 9.000. Ist okay, ein paar Minuten. Läuft bei uns nicht so schnell, Alter. Noch nicht. Noch nicht, ja. So habt ihr noch eine Werbung bekommen. So, meine Freunde, das war's von uns. Ach so, was ich vergessen habe. Mann, fast hätte ich den Like nicht da gelassen. So Schande über mein Haupt, Alter. War ja schon geil. Leute, cool, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns wieder das nächste Mal bei der nächsten Folge von P-Reaction. In diesem Sinne, bleibt stabil, bleibt gesund, wir sind raus. Peace. Ciao.